Ja, Freunde, das sind die besten Handyverträge im Februar 2021. Ich würde mal sagen, los geht's. Freunde, endlich haben wir mal einen guten Monat erwischt. Einen Monat, wo es wirklich richtig viel, richtig Geiles gibt. Wir starten jetzt erstmal in drei Tarife mit Hardware, also mit Smartphones und einer Konsole. Und danach kommen wir zu zwei sehr, sehr guten SIM-Only-Verträgen. Und ich würde sagen, starten wir direkt mal mit Vodafone. Und zwar bekommt ihr hier gerade ein Galaxy S20 FE, also Fan Edition, für eine Zuzahlung von 29 Euro, 6 GB LTE, Allnet Flat natürlich, für 19,99 Euro im Monat. Was geil ist, hier bekommt ihr entweder nochmal Samsung Galaxy Buds Live Kopfhörer mit dazu oder eine Galaxy Watch Active. Das ist wirklich ein ziemlich geiler Tarif, aber es gibt noch einen Tarif, der noch eine Schippe drauflegt. Und zwar im Telekom-Netz. Hier gibt es nämlich das Galaxy S21, also das niegelnagelneue Flagship von Samsung für 79 Euro Zuzahlung, aber 10 GB LTE Allnet Flat, 29,99 Euro im Monat. Was krass ist, mit dazu gibt es nochmal Galaxy Buds Live Kopfhörer plus nochmal obendrauf die Galaxy Fit 2. Und dann gab es noch einen Tarif, den ich wirklich persönlich ganz interessant finde und der halt bei uns im Blog auch sehr beliebt ist, sage ich jetzt einfach mal, auch im Vodafone-Netz. Hier bekommt ihr 10 GB LTE für 19,99 Euro im Monat und zusätzlich nochmal eine Nintendo Switch. Die Nintendo Switch ist in der Mario Red and Blue Edition, also diese neue Sonderedition. Wenn ihr jetzt keine Lust habt auf die Nintendo Switch und lieber auf die neue Xbox umsetzen wollt, gibt es auch die Xbox Series S. Ziemlich interessant, die ganzen drei Tarife sind bei uns natürlich in der Videobeschreibung. Jetzt kommen noch zwei SIM-Only-Verträge, die ich auch persönlich ziemlich geil finde. Der erste im Vodafone-Netz mit 10 GB LTE für 9,99 Euro im Monat. Mit dazu bekommt ihr 3 Monate Readly. Das ist so eine Plattform, wo ihr quasi tausende von Magazinen lesen könnt, digital. Hat ein, zwei Nachteile. Unter anderem gibt es nämlich keine SMS-Flat. Hier bezahlt ihr 19 Cent pro SMS. Okay, ist jetzt nicht irgendwie besonders schlimm, aber sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Außerdem läuft das Ganze 24 Monate. Ein weiterer wirklich richtig krasser Tarif ist im O2-Netz. Und zwar bekommt ihr hier 20 GB LTE für 14,99 Euro. Also wirklich, wirklich geil für viel Surfer mit 3 Monaten Kündigungsfrist. Hier müsst ihr dann aber einmal 19,99 Euro zahlen. Hier seid ihr schon sehr flexibel und ihr habt wirklich einen Megapreis. Und man muss auch sagen, dass das O2-Netz wesentlich besser geworden ist. Das sieht man einerseits auch an Statistiken. Netzausbau bei O2 ist auf jeden Fall gerade ziemlich krass. Und ich selber nutze eigentlich auch O2 und habe jetzt teilweise in der Stadt zumindest keinen großen Unterschied zwischen Telekom und O2 feststellen können. Vielleicht in der U-Bahn, würde ich sagen, gibt es ein paar mehr Abbrüche, aber ansonsten ist das schon ein sehr solides Netz. Freunde, wenn für euch jetzt nichts dabei war, dann gebe ich euch einen Tipp. Guckt auf jeden Fall zum Beispiel für sehr, sehr günstige Smartphone-Tarife mal hier aufs i. Hier haben wir nämlich eine Bestenliste von den 10 besten Handytarifen unter 10 Euro. Da ist eigentlich immer was mit dabei. Ändert sich natürlich auch. Da gibt es zum Beispiel auch immer sehr viel von Drillisch. Das ist so der günstigste Anbieter, was Handytarife angeht. Das gerne mal abchecken. Oder wenn ihr zum Beispiel auf der Suche seid nach einem ganz speziellen Smartphone, dann geht mal hier auf die andere Bestenliste. Das sind einfach die besten Handytarife des Monats. Da sind dann auch ganz viele andere Sachen mit dabei. iPhone und Huawei und was auch immer. Gerne abchecken und einfach immer regelmäßig reingucken, damit ihr auf jeden Fall dann den besten und idealen Handytarif für euch findet. Wenn ich euch weiterhelfen konnte, dann hinterlasst uns gerne einen Like und schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Fragen habt und so weiter und so fort. Und checkt gerne mal hier diese wunderbare Playliste ab. Da sind ganz viele tolle Videos drin. Die besten Videos des Monats wird immer geupdatet. Schaut einfach gerne mal rein.